So Leute, was geht ab? Hier ist Maschinen-Maschinen-TV und wir spielen mal weiter The Witcher 3 Blood and Wine. Und wir werden jetzt Gwent-Turnier spielen. Aber bevor wir anfangen, ist das laut. So, aber bevor wir anfangen, wollte ich mal gucken auf meine skillige Fraktion, was wir denn alles haben. Das nehmen wir sowieso. Das auch. Nehmen wir definitiv. Erstmal ja. Das nehmen wir auch. Das nehmen wir auf jeden Fall. Olaf nehmen wir. Hjalmar. Ceres. Den nehmen wir auch. Gauta und Dim. Was haben wir denn noch Gutes hier? Kambi. Meinst du Kambi? Dreimal den hier haben wir auch. Wir nehmen auf jeden Fall 1, 2, 3. Das nehmen wir auf jeden Fall. Den nehmen wir. Und zählen noch ein paar Karten. Aber wir müssen doch noch mal. Haben wir keine. Können wir keine. Na. Spione haben? Das ist scheiße. Können wir nehmen. Können wir auch nehmen. So, wir haben so viele Karten. Den Anführer wollte mir ein König brauchen, Weisheit, Autorität und Ei auf Stall. Oh, okay. Achso. Gut, dann nehmen wir natürlich das hier. Ich mal nehmen. Sonst haben wir erstmal alles, was wir eigentlich brauchen. Oh. Also das sind unsere Karten. Die sehen nicht wirklich heftig aus, ne? Ich meine, ich habe ja nur einen Spion und das ist scheiße. Aber naja. Wenn mehr nicht geht, dann müssen wir das so machen. Gut, dann lass uns mal jetzt das große Turnier starten. Ich habe nur echt Angst, dass wir doch vielleicht die Optionen ändern bei dem Spiel. Und zwar Schwierigkeitsgrad von Gwent machen wir auf normal, weil ich will euch mal das Gwent-Turnier zeigen und ich will ja nicht übertreiben. Von daher machen wir das einfach so ganz easy. Das große Turnier von Boclair. Double Chase. Vier Fraktionen seit undenklichen Zeiten. Das ist Gwent. Da kommen schon die ersten. Wurde im Laufe von Jahrhunderten von Zwergen verfeinert. Bleibt mir mit irgendeiner. Komm. Okay, die kommen jetzt rein, die wollen mal mitmachen. Was? Wie geht's denn so? Dumme Scheiße. Vier Fraktionen seit undenklichen Zeiten. Das ist. Wie kann ich behilflich sein? So soll es verdammt nochmal auch bleiben. Ja, soll ich hier rein jetzt oder? Gwent wurde im Laufe von Jahrhunderten. Okay. Willkommen. Das Turnier beginnt in Kürze. Darf ich mal deine Karten sehen? Klar. Hier.
Beeindruckende Auswahl. Graf Monnier wartet drinnen. Tritt ein. Hm. Natürlich, skellige Fraktion, meine Fresse. Aber warum? Fasanerie. Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Und wie findest du die skellige Fraktion? Na. Ja. Wenn ich ehrlich sein soll, nicht besonders. Aber das Turnier kannst du damit bestimmt trotzdem gewinnen. Gibt es irgendwelche besonderen Turnierregeln? Ich hätte gerne mal einen Überblick. Soll ich dir zuerst deine Kontrahenten vorstellen? Superbe Gewinnspieler aus aller Herren Länder. Hamal Ogundang Bali, ein Kaufmann aus Ophir. Ah, ist es nicht. Frog, ein Adeliger aus Novigrad. Und nicht zuletzt sind wir stolz, einen Skelliger willkommen zu heißen. Oh. Bist du blind? Eine Skelligerin verflucht. Natürlich, mein Fehler. Agneta Skold mit ihrem herrlichen Inseltemperament. Dazu wunderbares Perlengeschmeide. Ach, und diese Ketten. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder Spieler übernimmt für die Dauer des Turniers eine Fraktion. Wer ein Spiel verliert, ist draußen. Der Gewinner gelangt ins Halbfinale, wo er gegen den letztjährigen Turniersieger antritt, den vortrefflichen Botschafter des Kaiserreichs Nilfgaard, Meister von Hin. Und wer wiederum dieses Spiel für sich entscheidet, der tritt gegen niemand anderen als mich an, euren bescheidenen Diener. Hände weg von unserem Gwind! Ich will keinen neue Fraktionen-Scheiß! Erzählst du mir, welche Fraktionen die anderen spielen? Das ist kein Geheimnis. Erik von Frog spielt die nördlichen Königreiche. Der Botschafter hat in patriotischer Anwandlung zu Nilfgaard gegriffen. Hamal Ogundang Bali spielt die Monster und Agneta Skold hat sich für die Skoyatelle entschieden. Eine Skelligerin? Meine Wenigkeit wird den Sieger mit Skellige erwarten. Ich will unbedingt den Wert dieser Fraktion demonstrieren. Hm. Draußen sind Demonstranten. Nicht mal allzu wenige. Hände weg vom Spiel, verdammt! Wir wollen keine neuen Fraktionen! Monnier, du verfickter Bastard! Lass die Zwergentradition in Ruhe! Man kann es nicht jedem recht machen. Die Gewinntraditionalisten wollen verhindern, dass ich den Kanon um Skellige erweitere. Aber wir wollen uns nicht darum scheren. Fangen wir an? Ich wäre bereit, wenn die anderen es auch sind. Dann komm zu mir auf die Terrasse. Der Herold wird bald den Beginn des Turniers verkünden. Bin mal gespannt, wie viel Korruption dahinter steckt. Möge oh, das Turnier das wäre beginnen. Geil, das zu kriegen. Ach, in Runde 1 tritt Agneta Skold gegen Erik von Frog an. Und Gerald von Riva spielt gegen Hamal Ogundang Bali. Oh, man. Möchtest du etwas setzen? Woran denkst du dabei? Waffen sammle ich. Dein Silberschwert reizt mich. Wenn ich siege, ist es mein. Wenn ich verliere, gebe ich dir auch eine solche Kostbarkeit. Na gut. Also schön. So sei es. Oh Mann, Alter, was habe ich gemacht? Skelliger Sturm. Soll ich auch mal was davon nehmen? Oh Mann, scheiß drauf. Oh, mir gefällt das ganz und gar nicht, ey. 31 Karten haben wir, da hatten wir 22. Was haben wir denn Schönes? Lass mal vielleicht den wegnehmen. Sonst. Ja. Na gut, dann lass uns mal starten. Lass uns mal starten. Oh Mann, das gefällt mir gar nicht. Na gut. Beginn ist eigentlich okay. Ach, da ist ja auch diese Karte. So eine Scheiße. Aber wir nehmen mal
Willen treten, Matt. Das soll mir helfen, sehr gut. Der Gegner passt. Huh. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin am Zug. Ja, lass uns mal die Karte erstmal nehmen. Tris Merigold. Lass uns mal jetzt die Karte nehmen. Dann nehmen wir natürlich die Karte. Ach, okay. Ich weiß, dass ich schon fünf Fehler gemacht habe. Oh. Oh, oh, oh. Nicht schlecht, oh. Oh, shit. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Dann nehme mal die Karte weg. Und wir nutzen natürlich jetzt unsere Fähigkeit aus, damit alle wieder drin sind. Was macht er denn? Was können wir jetzt machen? Ja, wir passen einfach. Wir müssen passen. Das ist blöde. Schon gar nicht mehr. Boah, Digga, das ist so kacke. Oh man, der kriegt noch. Ach, scheiße. Oh, geil! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, du. So, wir nehmen natürlich mal jetzt die Karte. Und wir führen leider noch... Oder? Nein, doch nicht. Schade. Krake. Welche Karte kriegst du denn? Kriegt er? Aber wir nehmen mal die Karte. Und dann kriegen wir nochmal so. Wir führen leider nicht. Oh, meine Fresse. Oh, shit. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Verdammt. Nicht nur das Turnier ist vorbei, ich bin auch noch mein Schwert los. So ist es im Leben. Des einen freut, des anderen leid. Ich danke dir für das gute Spiel. Ich hätte nie verloren, wenn du nicht betrogen hättest. In meinem Land leben Verlorene nicht lange. Dafür sorgen wir. Behaupte noch einmal, ich hätte betrogen und ich schneide dir die Zunge raus. Genug! Reißt euch zusammen! Gwind ist ein Sport für Edelmänner. Daher erwarten wir von allen Teilnehmern untadeliges Benehmen. Störungen können wir keinesfalls dulden. Daher sind die Teilnehmer aus Novigrad und Skellige auf Entscheidung von Graf Monnier disqualifiziert. What? Sport für Edelmänner. Ha. Ich bin eine Dame. Und Damen scheißen auf Turniere, bei denen ein lausiger Schwanz sie des Betrugs bezichtigen kann. What the? Runde 1 ist abgeschlossen und dies ist der Stand. Gerald von Riva, ausgeschieden. Agneta Skold und Erik von Froh, beide disqualifiziert. Daher werden nun der vorzügliche Botschafter von Nilfgaard und Hamal Ongdangbali gegeneinander antreten. Glückwunsch. Gut gemacht.
Danke. Ein aufregendes Spiel, um es milde auszudrücken. Im großen Finale stehen sich Botschafter von Hin und Graf Monnier gegenüber. Gwind wird nicht verunstaltet. Tod allen neuen Fraktionen. Da braut sich was zusammen. Verpisst euch allesamt! Hoch mit den Arschen! Wie könnt ihr nach Skellige tragen, ihr behämmerten Inselsäcke? Ich bitte darum, Ruhe zu bewahren und nicht ausfallen zu werden. Du kannst deine Mutter bitten, nicht mehr mit Frettchen zu ficken und... Finger weg von unserem Gwind! Vielleicht könnt ihr mal aufhören zu brüllen und mir einfach euer Anliegen erklären. Das haben wir schon tausendmal erklärt. Es hört niemand zu. Ich höre zu. Gwind ist ein alter Zeitvertreib. Die Regeln bestehen schon ewig. Genau. Und Naturgesetze werden beherzigt. Es muss 4 Fraktionen geben. Das ist die ideale Anzahl. Wir nehmen es nicht hin, wenn weitere Fraktionen eingeführt werden. Das ist eine Missachtung der Tradition. Genau. Griffel weg vom Gwind, sage ich. Und jetzt Schluss. Wir sind nicht zum Schwätzen hier, sondern um ein paar Köpfe für die Tradition rollen zu lassen. Los, Jungs! Oh Mann. Geht ja richtig ab hier. Oh Mensch. Spielladen. Leute, ihr seht, wie was hier jetzt gerade passiert. Wir machen mal kurz einen Cut. Ich werde das eigentlich hochladen, weil das ist eigentlich interessant zu sehen, was passiert, wenn wir verkacken. Wir werden kämpfen. Aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt einfach mal das Spiel laden. Und wir sehen uns gleich. Booyah!